Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, zwischen dem 6. und dem 9. Juni findet die 10. Wahl zum Europäischen Parlament statt. Und neben der Bundesrepublik sind auch in Belgien, in Österreich und auf Malta das erste Mal junge Menschen ab 16 wahlberechtigt, in Griechenland immerhin junge Menschen ab 17. Über 400 Millionen Europäerinnen und Europäer bestimmen über die Zusammensetzung des neuen Europaparlamentes. Und jeder, der in einer Grenzregion aufgewachsen ist, und das sind ja viele in Deutschland, denn wir sind zum Glück seit rund 70 Jahren von europäischen Freunden umgeben. Jeder, der mal in so einer Grenzregion aufgewachsen ist und schon etwas älter ist und miterleben durfte, wie Grenzanlagen fielen, wie Kontrollhäuschen weggeräumt werden, der weiß, dass Europa viel mehr ist, als frei zu reisen zwischen Oslo und Lissabon, in vielen Ländern der EU übrigens auch mit ein und derselben Währung zu bezahlen. Ich erinnere mich noch an Zeiten, in denen wir mit drei Währungen von Deutschland oder oft auch mit vier Währungen von Deutschland über die Schweiz durch Frankreich in unseren Spanienurlaub gefahren sind. Das ist heute zumindest nur noch mit zwei Währungen. Ich meine, damit ist nicht die Kreditkarten möglich. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Europa ist viel mehr als Euro, als Reisefreiheit, als gemeinsames Lernen, als grenzüberschreitendes Studieren und Arbeiten. Europa ist das größte Friedensprojekt seit 7 Jahrzehnten dieses Kontinents. Und es wurde schon angesprochen von den Kolleginnen und Kollegen, die vor mir gesprochen haben, diese Europawahl, über die wir uns ja, das ist ja nicht ganz oder es ist relativ außergewöhnlich, dass sich ein Parlament so ausführlich vor einer anstehenden Wahl nicht nur mit dem, was gewesen ist und mit dem, was kommt, sondern auch mit der Tatsache schlechthin, dass wir eine Wahl vor uns haben, nämlich eine Wahl zum Europäischen Parlament auseinandersetzen. Diese Wahl ist in der Tat eine richtungsentscheidende Wahl, wie wir in Zukunft in den 27 Mitgliedstaaten, die wir jedenfalls derzeit sind, leben werden und leben wollen. Ob weiterhin in Frieden, Freiheit und Sicherheit oder ob wir Extremisten von links und von rechts das Feld überlassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man durch Schleswig-Holstein fährt, dann ist wieder das meiste bunt. Manche plakatieren auch in Schwarz-Weiß-Grau, aber vieles Plakate sind bunt. Und mich hat ein Plakat nicht nur geärgert, sondern es hat mich schockiert. Und das ist ein Wahlplakat einer Partei, die neu gegründet wurde, einer Persönlichkeit, die fast jeder kennt inzwischen, die auf einem Ego-Trip ist. Die Partei heißt auch so wie sie. Und auf dem Plakat, das ich ansprechen will, steht Krieg oder Frieden. Was für eine Anmaßung in der Zeit, in der wir leben. Was für eine Kampagne. Was für eine Kampagne vor dem Hintergrund der größten geopolitischen Herausforderung, vor der Europa und die Europäerinnen und die Europäer seit 7 Jahrzehnten stehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich halte es nicht für intellektuell interessant, sich mit Sarah Wagenknecht auseinanderzusetzen. Ich halte diese Frau für brandgefährlich. Und manchmal ist es sogar besser, andere für sich sprechen zu lassen, die nicht das Glück haben, innerhalb dieser 27 Mitgliedstaaten oder Teil dieser 27 Mitgliedstaaten jedenfalls noch nicht zu sein.
Mich hat das Interview, das die georgische Präsidentin Salome Zurabishvili gegeben hat, am Wochenende zutiefst beeindruckt. Und zwar unter der Überschrift: Die einzige Kriegsgefahr droht, wenn man uns mit Russland allein lässt. Ich möchte gerne aus diesem Interview zitieren. Auf die Frage: Von außen wirkt das alles wie ein Déjà-vu. Was in Georgien passiert, erinnert an die Demonstration auf dem Maidan. Droht Georgien dasselbe Schicksal wie der Ukraine? Auf diese Frage antwortet die Präsidentin, übrigens die Präsidentin, die gerade ihr Veto gegen das Agentengesetz, das im georgischen Parlament verabschiedet wurde, das Agentengesetz nach russischem Vorbild, gerade mutig ihr Veto eingelegt hat, antwortet diese mutige Frau: Ich höre die ganze Zeit diesen Vergleich und dass die Ereignisse vom Maidanplatz verantwortlich für den Überfall der russischen Armee waren. Nein, eine russische Intervention kann überall stattfinden. Ich empfehle den Europäern, sich klarzumachen, dass es nicht immer nur die anderen trifft. Was in Georgien passiert, ist keine Wiederholung des Maidans. Wir hatten mehrere Maidans unter jeweils unterschiedlichen Umständen. Außerdem ist Georgien ganz ohne Maidan überfallen worden, einfach weil Russland beschlossen hat, bei seinem Nachbarn einzufallen. Es besetzt heute 20% unseres Landes und dennoch hat das die Entscheidung der Georgier für Europa nicht um einen Millimeter verändert. So spricht jemand, der sich wünscht, der ruft, der appelliert, Mitglied der Europäischen Union zu werden, Mitglied der Staatengemeinschaft, weil sie nicht 70 Jahre in Frieden mit ihrem Nachbarn leben können, meine sehr geehrten Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sam wurde verschiedentlich angesprochen, es ist eine ganze Anzahl von Anträgen zu dieser Plenardebatte, also Anträgen eingegangen, die unterschiedliche Schwerpunkte setzen. So auch der Antrag der Freien Demokraten. Ich will nur einen einzigen Punkt herausgreifen, warum uns das wichtig ist. Man könnte ja sagen, diese ständige Wiederholung vom Bürokratieabbau: Wer eine neue Verordnung auf den Weg bringen will, muss mindestens zwei streichen. Das ist doch irgendwie, hat man schon alles 10-mal gehört. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, vielleicht hat man schon 10-mal gehört, aber dann muss man sich's noch 10-mal anhören, bis es passiert. Denn Europa muss für diejenigen, also für die über 400 Millionen Menschen, die das Glück haben, die Segnungen dieser Europäischen Union jeden Tag in ihrem Alltag erleben dürfen, muss wieder erlebbarer werden, die Vorteile Europas. Und ich will mit etwas, oder ich will ein Beispiel nennen, was mich schon beeindruckt hat, das unser Spitzenkandidat im Wahlkampf oder aus dem Wahlkampf mitgebracht hat. Und zwar interessiert sich ein schleswig-holsteinischer mittelständischer Betrieb, eine Glaserei, für Aufträge aus Dänemark. Müsste ja eigentlich einfach sein, leben ja schließlich in der Europäischen Union. Als er dann allerdings Kenntnis über die Unterlagen, die er für ein grenzüberschreitendes Geschäft mit Dänemark erbringen muss, und zwar zusätzlich zu der berühmten, auch immer wieder kritisierten A1-Bescheinigung und von den Grenzkontrollen, die bedauerlicherweise immer noch stattfinden, wollen wir gar nicht reden. Als er davon Wind bekommen hat, beziehungsweise sich damit auseinandergesetzt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass er sich rund 30% seiner Arbeitszeit dann mit Bürokratie auseinandersetzen muss, hat er davon Abstand genommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, da muss nachgebessert werden. Und es ist Aufgabe der Politik, hier nachzubessern. Und genauso Aufgabe der Politik ist es allerdings auch, mutig immer wieder beliebten Klischees und Vorurteilen über die Europäische Union und auch die Arbeitsweise ihrer Institutionen entgegenzutreten. Ich will Ihnen deswegen neben dem Beispiel, wo wirklich dran gearbeitet werden muss, ich möchte, dass mehr kleine und mittlere Unternehmen
die Chance nutzen können, auch im Nachbarland arbeiten zu können, Geld verdienen zu dürfen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anständig bezahlen zu dürfen, Stichwort soziales Europa. Es gibt aber eben auch diese berühmten Vorurteile. Und eines dieser Vorurteile lautet, die EU und irgendwelche Bürokraten schreiben alles bis ins Detail vor. Und ich meine ausnahmsweise weder die Gurkenkrümmung noch die Farbe oder den Reifegrad oder die Größe von Bananen. Die EU schreibe beispielsweise bis ins Kleinste das Rezept für die Pizza Napolitana vor. Nein, meine Damen und Herren, das schreibt die EU nicht vor. Sie schreibt auch nicht vor, wie und aus welchen Bestandteilen echtes Lübecker Marzipan zu bestehen hat. Nein, tut sie auch nicht. Was die EU ermöglicht und womit sie sich beschäftigen muss, ist, wenn eine Vereinigung von Herstellern einer bestimmten Region das Produkt, das in dieser bestimmten Region, also zum Beispiel das eben angesprochene Lübecker Marzipan, wenn dafür ein Schutz her soll, dass eben das Lübecker Marzipan nicht einfach in Lissabon hergestellt werden darf. Also Sie können Marzipan herstellen, aber es darf halt nicht Lübecker Marzipan heißen, sondern Lissabonner Marzipan, meinetwegen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieses Vorurteil hält sich aber hartnäckig und es ist falsch. Und es ist unsere Aufgabe in einem solchen Wahlkampf, auch das klar und deutlich zu benennen. Lassen Sie mich schließen, ebenfalls noch einmal mit Salome Zubarashvili, der georgischen Präsidentin. Wir haben alle interfraktionell einen Wahlaufruf zur Europawahl verfasst und stehen da auch alle dahinter. Auf die Frage, 80% der Bevölkerung Georgiens gelten als proeuropäisch. Sie sind zuversichtlich. Aber besteht die Gefahr, dass die Pro-Europäer die Wahl verlieren? Auf diese Frage antwortet die Präsidentin, ich bin so zuversichtlich, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Es stehen politische Entscheidungen an, aber in einem Land wie dem unsrigen, von dem 20% besetzt sind, das alle möglichen Formen der russischen Besatzung erlitten und Russland erlebt hat, wie es die georgische Sprache verboten hat, wie es die Fresken in unseren Kirchen übermalt und unsere Kirchen zerstört hat, wie es die georgische Kirche während des Russischen Reiches lange verboten hat. In diesem Land besteht keine andere Wahl als die europäische. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben die Wahl. Und deswegen bitte ich und appelliere an die Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner ab 16 Jahren, nutzt dieses Wahlrecht, wählt ihr demokratische Parteien, damit wir dieses Europa in Frieden, Freiheit und Wohlstand weiterentwickeln können. Herzlichen Dank.